Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu der letzten Folge Brownie TV. Ja, wie ihr es im Titel schon lesen konntet, das hier ist mein letztes Video auf diesem Kanal. Ich habe mich dazu entschieden, einen neuen Kanal aufzumachen, aus genau zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass ich einfach mein Algorithmus wahrscheinlich vollkommen gegen die Wand gefahren habe. Ich habe das mal nachgelesen, nachgeschaut bei verschiedenen Experten, YouTubern, wie das so ist, wenn man zu viel Verschiedenes macht, wenn man wie zu viel Videos macht, die zu viel verschiedene Leute ansprechen. Und da habe ich einfach viel zu viel Verschiedenes ausprobiert, weil ich ein Typ bin, der den auch unglaublich viel interessiert. Und habe dann, hi, seht ihr hier, Batman, er wird beim neuen Kanal dabei bleiben. Ganz wichtig. Weil mich so viel interessiert, habe ich einfach so viel ausprobiert. Und vor allen Dingen habe ich mit Videos meinen Kanal kaputt gemacht, die ich einfach gar nicht verwalten kann, weil ich einfach nicht die Rechte und das Geld für die Rechte habe. Eben die Best-of-Videos, weswegen mich so viele abonniert haben und geklickt haben. Es war einfach Glück, dass die Alf-Videos nicht irgendwie gebannt wurden und die haben mir so viele Leute beschert. Aber die hauptsächlich diesen Kanal abonniert haben, haben die anderen Videos nicht geschaut, sodass die ich eigentlich erreichen will, gar nicht gezeigt wurden, also gar nicht gezeigt wurde, dass ich da bin, weil die nicht das Publikum sind. Wegen der Videos, die ich halt hauptsächlich dann, ne, die meisten Klicks bekommen habe. Und das hat diesen Kanal ziemlich ruiniert. Und das Zweite ist, dass ich mich als Typ in den letzten 3, 4 Jahren, solange es den Kanal jetzt gibt, 5 Jahre vielleicht sogar schon, keine Ahnung mehr, wie lange, es müssten 3, 4 Jahre sein. Ich habe mich als Typ einfach brutal verändert. Ich bin ein ganz anderer Mensch. Ich habe so viel mehr Filme gesehen. Ich habe noch nie so viele Filme gesehen wie in den letzten Jahren. Und das hat meine Sicht auf viele Filme und die alles drumherum einfach so massiv verändert, dass ich dem Ganzen einfach nicht mehr treu sein kann. Ich habe mich auch filmwissenschaftlich in diversen Dingen weitergebildet. Trotzdem habe ich immer noch eine ziemlich differenzierte Meinung im Vergleich zu vielen anderen, was hoffentlich für den einen oder anderen ein Grund ist, hier dabei zu bleiben. Ich bin der Typ, der irgendwo zwischendrin ist, zwischen den hauptsächlich B-Movie-Schauern, die viel, die hauptsächlich eigentlich sammeln und dann ihre Videos über die Boxen und alles machen und auch mal diese kleinen Filme ganz cool finden, aber auch zwischen der anderen Seite, den großen Filmkritikern, die ich teilweise richtig toll finde. Was ich immer wieder merke, dass ich mit Yves von Movie Pilot zum Beispiel sehr oft ziemlich d'accord bin. Außer was Star Wars angeht, ich hasse Star Wars. Also ich hasse Star Wars nicht, aber es ist nicht meins, es ist einfach gar nicht meins. Und ja, wie gesagt, also ich habe mich einfach weiterentwickelt und ich kann mit den alten Reviews von mir, ich habe sie zwar nicht mehr geschaut, aber ich weiß ja noch in etwa, was ich da gesagt habe und ich kann damit einfach nicht mehr relaten und deswegen, das ist so der zweite Grund, warum ich dann vor ein paar Tagen jetzt endgültig für mich gesagt habe, das macht jetzt hier so auf dieser Art und Weise mit diesem Kanal einfach keinen Sinn mehr, ich starte neu. Ich werde auf dem neuen Kanal nochmal 3 Videos hochladen, die schon gut in die neue Zeit passen. Und zwar sind das 2 Top-10-Videos mit den besten Horrorfilmen und mit den besten Serien, mit den besten Comedy-Serien, Sitcoms. Und einmal das Evil Dead Ranking. Die werde ich auf jeden Fall nochmal hochladen, weil die einfach in mein neues System passen. Es kommen Top-10-Videos, es werden Filmreihen rewatcht. Auch teilweise Filmreihen, wo ich die Filme das, also zeitweise die Filme das erste Mal sehe.
Es werden Reviews kommen. Ah, und noch ein ganz großer neuer Punkt. Es werden keine Netflix-Videos mehr kommen, womit ich auch einen gewissen Teil vieler Aufrufe bekommen habe. Ich kann den Scheiß einfach nicht mehr. Klar hat mir das Klicks bekommen. Ich habe gerade am Anfang war das echt für meine Größe richtig gut. Ich habe jeden Tag einen Film geschaut. Ich kam ja auch fast jeden Tag ein neuer Netflix-Film. Hab den Film, bin von der Arbeit heimgekommen, habe diesen Film geschaut, habe mich an den Computer gehockt und habe das Ding reviewed und habe damit, weil ich als Erster war, Klicks gemacht. Und habe damit zwei richtig tolle Filme geguckt, gesehen, klar, die ich bis heute wirklich sehr mag. Also richtig gute Filme. Wie gesagt, wenn behaltet es euch nochmal im Hinterkopf, das sind meine zwei Geheimtipps auf die auf Netflix sind, und zwar ist das einmal Top 5, Alter, ich bin schon wieder komplett durcheinander. Und zwar ist das einmal How I Fell in Love with a Gangster und Vier Gäste, ein italienischer Film und ein polnischer Film, beziehungsweise umgekehrt von der Reihenfolge her. Die zwei kann ich euch absolut empfehlen. Das ist mein kleines, sehr kleines Vermächtnis hier von meinem Kanal Brownie TV. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim neuen Kanal, und hier seht ihr jetzt auf dieser Seite das neue Logo meines Kanals, der heißen wird A New Movieverse. Angelehnt an A New Universe, wie sich die meisten wahrscheinlich denken konnten. Und ich hoffe, dass diejenigen, die überhaupt hier bis hierhin geschaut haben, auch die sind, die meinen Kanal ein bisschen verfolgt haben und auch gerne dabei geblieben sind, und hoffentlich vielleicht auch schon direkt meinen neuen Kanal dann wieder abonnieren wollen, die neuen Videos schauen wollen, vielleicht Bock haben, einfach schlicht und ergreifend wieder mit dabei zu sein, mit einem anderen Brownie, unter einem anderen Namen, mit einem anderen Layout, aber ja, einen etwas anderen Brownie. Ansonsten hoffe ich, ihr behaltet eine gute Zeit. Es ist kein tränenreicher Abschied, weil ich bin ja bald wieder da, unter einem neuen Gesicht. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ihr seht direkt jetzt schon, ja genau, jetzt schon, das neu eingestellte Video auf meinem neuen Kanal. Könnt ihr euch direkt vielleicht nochmal reinziehen. Wir sehen uns. Ah, und übrigens, den Kanal habe ich euch unten verlinkt, ne? Abonnieren, das Horrorfilm-Video anschauen, liken und die Glocke drücken beim neuen Kanal. Wird mir direkt weiterhelfen. Bis dann. Ciao.